Und wir machen weiter mit einem Dreier-Set an Übungen. Das Dreier-Set geht folgenderweise. Wir beginnen im geschlossenen Buddha-Gruß vor der Brust. Erste Übung. Gut. So, wir haben in diesem Fall 20 Wiederholungen gemacht. Wir kommen zur zweiten Übung. Die zweite Übung nennen wir W. W. Sieht so aus. Gut. Senken. Und die dritte Übung nennen wir beim Fahrradfahren nach rechts und links abbiegen. Ein Handzeichen geben. Die Übung sieht dann so aus.
Gut. So, dann kommt noch die Gegenseite. Und zwar empfehle ich, solche Übungen in Sets zu machen. In Sets zu machen bedeutet, bildet immer 10er-Blöcke. Da könntet ihr dann, wenn ihr konditioniert seid, einen zweiten 10er-Block folgen lassen oder einen dritten 10er-Block folgen lassen. So, jetzt nehmen wir die andere Seite auch 10-mal. So, machen wir noch einen 5er-Block zur anderen Seite und dann noch zur einen Seite. Gut. Ja, hier geht es also auch darum, Meridiane zu strecken. Gallenblasenmeridian, Gürtelspeicherbecken. Und es geht darum, die Meridiane zu glätten, zu entknittern und von Knoten zu befreien. Die Meridiane, nicht unbedingt das Gewebe. So, dann eine sehr einfache Übung. Schaut. Nach hinten schauen. Thank you.
gut nachspüren. So, um diese Übung noch besser zu erklären, die wir jetzt machen. Daumen steht für Lunge. Unter dem Ringfinger, dieser Punkt, steht für die Leber. Der Lebermeridian verläuft woanders, aber das hier ist ein Leberpunkt unter dem Ringfinger. Unter dem Ringfinger, in dem Gelenk. So, und wir legen den Daumen auf diesen Punkt und hier genauso. Und Hohlfäuste machen. So, und das ist die ganze Übung. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, so lange ihr wollt und könnt. Gut. So, das von der Struktur her war ein Block innerhalb der Leberübungen. Ich habe mir für heute so ein paar Skizzen gemacht. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist dieser Block. So, jetzt gehen wir eine Seite weiter. Jetzt kommen wir zu einem Vierer-Set, vier Übungen. Vier Übungen. Die erste Übung. Gut, diese Übung zählen wir jetzt mit der nächsten als eins, weil das hier, was ich jetzt zeige, ist eine Variante dieser Übung. So, jetzt würde es falsch sein, wenn wir denken, welche von beiden ist denn die richtige? Es sind beide die richtige. So einfach ist das. Also nochmal beide. Die eine geht so. Und die andere geht so. Gut. So, dann, ich habe gesagt, ein Vierer-Set.
Jetzt kommt die zweite. So, für das Nachspüren gehen wir in die Position Daumen auf Grundgelenk, Ringfinger, Daumen auf Grundgelenk, Finger. Spüren mal eine halbe Minute nach. Lockere Fäuste, ganz locker. So, dann kommen wir zur dritten dieser Übungen. Drehen. Einmal so. Und dann so. Nochmal die Daumen auf Grundgelenk von Ringfinger, Grundgelenk, Ringfinger, lockere Fäuste. Und die vierte aus diesem Set ist schon ein komplexer. Wir werden auch die Hände falten, aber wir gehen nicht so weit zusammen, sondern wir gehen ein bisschen auseinander. Also nicht so weit, das ist falsch jetzt, ein bisschen geöffnet. So, wir werden auf die Zehenspitzen gehen. Wir werden uns aufrichten und strecken. Wir werden uns zurückbeugen. Und mit dieser Konstellation auf den siebten Halswirbel Datsui klopfen. Der ist hier. Da. Da werden wir mit dieser lockeren Konstellation draufklopfen und uns zurückbeugen, die Arme hochschwingen. Das sieht dann etwa so aus.
Kurzer. Gut. Und nachspüren vorher die Daumen auf die Grundgelenke der Ringfinger und nachspüren. So, dann machen wir weiter mit links kreuzt oben. Links, zeigt mal euren linken Arm zeigen. Ja, der kreuzt oben. Und das sieht dann so aus. In die Knie, aus den Knien steigen, in die Knie, aus den Knien steigen, in die Knie, aus den Knien steigen, in die Knie, aus den Knien steigen. Aus den Knien steigen, sinken, steigen, sinken, steigen, gut und nachspüren. So, dann haben wir noch so eine Art Delfinschwimmen. Und zwar machen wir das so. Sinken. Steigen. Sinken. Steigen. Sinken, steigen, sinken, steigen, sinken, steigen, sinken, steigen. Und abschließen. Nachspüren. So, vertretet euch mal die Beine. Dann haben wir noch den Affen abwehren. Gucken, gucken, zur Hand gucken, zur Hand gucken.
zur Hand gucken. Zur Hand schauen. Jetzt zur Hand schauen. Drehen. Der Blick verfolgt die Hand. Der Blick folgt der Hand. Drehen. Den Körper auch drehen. Der Blick und der Körper wenden sich. Der Blick und der Körper wenden sich. Blick folgt der kreisenden Hand. Hüfte folgt der kreisenden Hand. Blick und Hüfte folgen der kreisenden Hand. Gut. Nachspüren. Ja, die folgende ist sehr komplex, deshalb machen wir erstmal nur ein Element aus der Übung. Und das Element geht so. In die Handtellermitte schauen. Der Blick geht hier rein. Da geht der Blick rein. Jetzt wechseln wir. Drehen, Körper drehen, Kopf drehen, Körper und Kopf dreht sich. Und Abschluss. Und sich frei bewegen. So, dann kommt der zweite Teil. Das gehört zu der Übung.
Das macht man nachher mit der Armbewegung gemeinsam. Schaut, wir stehen so. In beide Knie sinken. Hier ist viel Gewicht drauf, hier ist wenig Gewicht drauf. Und dann wechseln. In beide Knie sinken. Und dann wechseln. Wenn wir das Knie rausbewegen, öffnet sich hier dieses Gelenk, öffnet sich und die Meridiane, die hier durchfließen, unter anderem der Lebermeridian, können besser arbeiten. Also zunächst mal diese Position und dann heben und jetzt noch rausdrehen. Heben und rausdrehen. Heben und rausdrehen. Gut. Und lassen wir es erstmal dabei. Mal die Hände über den Boden. Bauch behüten. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen, ohne Berührung. Die äußere Hand bewegt sich jetzt. Und zwar geht die äußere Hand auf ihrer Seite unter die Brust. Die Frauen haben jetzt die linke Hand unter der linken Brust. Die Hand, die vom Bauch steht, halten wir so. Die Hand, die unter der Brust steht, macht eine Hühnerkralle. Kralle. Ellbogen heben. Hoch. Ellbogen senken. Waagerecht vom Schlüsselbein herdrücken. Und das Gift aus dem Körper ziehen und Hohlfaust und entsorgen. Zurückschwingen, zurückgehen. So, die Frauen haben jetzt die linke Hand unter der linken Brust, die Männer haben jetzt die rechte Hand unter der rechten. Das war mit Yin, das bedeutet innen am Arm entlang. Jetzt kommt mit Yang, das bedeutet außen am Arm entlang. Kralle machen. Wir gehen in unserer Vorstellung in den Körper rein. Wir ziehen das Gift hoch. Wir drücken das Gift drüber. Wir bringen die Arme auf eine Linie. So. Und wir ziehen das Gift aus dem Körper. Und raus. Entsorgen. Zurück unter die Brust. Zurück vor den Bauch. Den Bauch behüten. Jetzt kommt die Gegenseite, die innere Hand. Auf ihrer Seite eine Hand breit unter die Brust. Die Frauen haben jetzt die rechte Hand unter der rechten Brust. Die Männer umgekehrt. Wir fangen mit Yin an, deshalb halten wir die Hand, die vom Bauch steht, so.
Wir machen die Kralle, wir gehen in unsere Vorstellung in den Körper rein. Wir ziehen das Gift hoch. Wir drücken das Gift rüber. Und wir ziehen das Gift innen am Arm entlang raus und entsorgen, zurückschwingen, zurückgehen. Das war mit Yin. Jetzt kommt mit Yang. Außen entlang. Wir machen die Kralle. Wir gehen in den Körper rein. Wir ziehen das Gift hoch. Wir drücken das Gift rüber. Wir bringen beide Arme auf eine Linie und ziehen das Gift außen entlang aus dem Körper und entsorgen es. Schwingen zurück. Gehen zurück. Bauch behüten. Hände über Boden. Sinken lassen, Hohlfäuste vor die Schultern, vor den Hals. Öffnen und auflegen mit Berührung, abspeichern. Und wir setzen uns und unterhalten uns.